Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4. Heute mit dem Mercedes-Benz E63S AMG. So, genau. Das Auto fahren wir hier. In diesem wunderschönen, aber das wollte ich gar nicht, Luxusklopper aus dem Hause AMG bzw. Mercedes. Und ja, wir können das Auto. Wir machen nochmal alles zu. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier ein Auto mit 612 PS, 850 Newtonmeter Allradantrieb, ein 4 Liter V8 Biturbomotor und es ist eine E-Klasse, aus dem Hause AMG, wie gesagt. Und mit diesem Luxusschlitten wollen wir einfach heute mal ein bisschen im Winter von Forza Horizon, ja, mal gucken, was so geht. Für das Auto selber gibt es noch ein ganz cooles Bodykit. Das schauen wir uns heute auf jeden Fall auch noch an. Ich würde aber sagen, wir springen einfach mal zu einem Rennen. Beziehungsweise, warte mal, wir machen das anders. Ich gehe aber falsch raus aus der Garage, fällt mir gerade ein. Wir steigen da ein. Okay, by the way, ist das Auto aus dem Jahr 2018 und es wurde gerade noch ein Auto von mir verkauft. Das ist auch schön. Ich wollte keine Hupe. Ich wollte ihn eigentlich anmachen. Was hat denn Käufer nicht gefunden, ist mir egal. Auktionshaft, du bist gerade nicht völlig. Ach schön, so ein V8 Motor. Die hören sich halt immer schön rotzig an. Die hören sich halt immer so schön rotzig böse an. Oh. Ich mach mal nur kurz. Lauter. Macht ihr auch mal lauter bei euch, würde ich sagen. Jetzt hören wir das Ganze noch mal in Ruhe an. Oh. Ja, doch, 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 da bin ich dabei. Es zu feiern. Auf jeden Fall würde ich sagen, raus auf die Straße mit uns. Einfach mal gucken, was Mercedes da so gebaut hat. Wir schauen auch mal in dem Rennen, was so abgeht. Ja. Bin mal gespannt, was so geht. Fällt jetzt auch, wir haben da hinten so ein kleines Spoiler Reno. Geil. Also eine E-Klasse. Noch E-Klasse. E, wie ich gerade gesagt habe, fühlt sich komisch oder hört sich komisch an. Klar, sieht immer sehr edel aus, sehr gediegen, sage ich mal. Aber wenn du halt hier ein Allrad hast, ein Formatic Plus, dann geht da schon einiges. Klar, es ist gerade Winter. Aber was man halt merkt, sind einfach 850 Newtonmeter. 850 verdammte Newtonmeter. Leute, was geht ab? Alter Verwalter. Verwalter, Walter. Er geht schon gut ab, aber ich würde sagen, wir gucken mal in dem Rennen, wo wir da was machen können. Machen wir mal alles wieder an. Und schauen mal, wo haben wir denn was Tolles? Ja, das ist eigentlich ein ganz cooles Rennen. Fahren wir einfach mal das hier. Und wie gesagt, dann schauen wir mal ins Tuning-Menü, weil es gibt ein super geiles Body-Kit. Bin ich echt froh, dass mir jetzt gesagt hat, jupp, dürft ihr drauf machen im Spiel. Super, das super Saloon-Serie. Wir sind ja gerade 805er Li. Gar nicht mal so ein schwaches Fahrzeug. Aber wir werden jetzt mal sehen, was er wirklich drauf hat mit all seiner Power. Ja, und wie ich sehe, haben wir die eine oder andere gute Konkurrenz dabei. Porsche Panamera. Oh ja, man kann auch ein paar Fotos zu machen. Machen wir das auch mal schnell. Porsche Panamera, der Mercedes-Benz AMG Black Series CLK, CLS. Irgendwie sowas. Schauen wir mal da hinten noch ein paar zum Fotografieren. Den Infiniti Rouge Edition, bla bla blub. Ne, keine neuen Autos. Okay, schade. Gut, haben wir die halt auch schon mal fotografiert. Wird auch immer schwieriger, neue Autos zu finden, weil, jo, wir sind bei 304 Stück inzwischen. Das ist nicht gerade wenig. Das ist eine Menge Autos. Jaguar haben wir auch noch. Mein Gott. Ah,
schweres Ding. Es hat auch 2 Tonnen schwer, ne? Sind blöd gebremst, komm schon, wir kommen noch ran. Wir haben 850 Newtonmeter, die uns nach vorne bringen. Hallo. Das ist ganz schön böse, aber gut. Ja. Also ich kann auf der Geraden was rausholen. Abgeriegeltes Auto sehr mäßig bei 250 km/h. Abgeriegelt. Es gibt noch ein AMG Drivers Package. Laut Mercedes-Seite. Wie man das jetzt bekommt, keine Ahnung. Muss man auch schon mal ein AMG besessen haben. Oder macht noch mal einen Kurs, damit man das bekommt. Auf jeden Fall geht dann die Höchstgeschwindigkeit bis 300 km/h. Wenn nachher auf der Autobahn auch mal schauen, ob das ja möglich ist. Wahrscheinlich haben wir es hier in dem Ding schon drin. Beziehungsweise im Tuning kann man dann spätestens auch mal nachschauen, was wirklich unsere Höchstgeschwindigkeit ist. Okay, da vorne der M5. Ich glaube, einen fetten V10 Motor hat. Ich glaube, ist sogar sauber. Ich bin irgendwie kein Fan von 5er BMW Modellen. Ich weiß nicht warum. Mir gefallen die 3er immer noch besser. Aber da, ich dachte, wir waren da noch eine starke Kurve rein, aber so, nee. Ich habe gerade gedacht, wir fahren eine andere Strecke. Sorry, 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 egal. Komm, ich will da rankommen. Also wir müssen ein bisschen später bremsen. Ich will um den Gewinn, wenn es geht. Ja, ein bisschen reingestochen. Der V10-Motor klingt schon geil. Das war jetzt nicht unbedingt super fair gefahren, aber ja. Und das ist die Strafe. Ich laufe voll gegen die Wand. Ja, ich wollte unbedingt an dem vorbei. Die Kurve eignet sich so gut zum Überholen, meiner Meinung nach. Und hui, oh shit. Nur ich ausgeholt dafür die Handbremse. Egal. Ein bisschen Spaß, aber wir müssen es ja nicht so ernst nehmen. Ja. Sehr gut. Dann würde ich sagen, bleiben wir ab auf die Autobahn. Mal schauen, was Topspeed-mäßig so abgeht. Mal gucken, ob wir da was erreichen können. Wo ist es denn? Da ist es. Autobahn, ne? Gucken wir mal. Ja, jetzt bin ich echt gespannt. Wahrscheinlich geht es natürlich Forza-typisch mehr als 300 auch. Ich meine, die Power ist da. 612 PS, 850 Newtonmeter, V8 Biturbo. Na, da gibt es Schlimmeres. Gut, wir haben ein Gewicht von 2 Tonnen, aber darf man auch nicht vergessen, das Auto wird auf den Boden gedrückt. Gut, wir haben die Seriengeschwindigkeit schon mal hinter uns gelassen. Mit 290, 300, gut. Also das Ding ist offen. AMG Super Drivers Package haben wir drin, Alter. So, 330. Okay. Boah, 3,30. Dann klappen wir mal kurz 3,32 drauf. Okay, das ist eine blöde Kurve hier. Okay, dann bin ich mal dafür, wir springen mal ins Tuning-Menü rein. Guck mal, was so möglich ist. Das kann man so machen. Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten vom Bodykit her? Oder gibt es nur das eine? Wobei das eine sehr cool ausschaut. Glaube ich zumindest. Ich hoffe es. Ich hoffe, sagen wir es mal so. Ja, dass es cool ausschaut, das denke ich schon. Ob das so cool ausschaut, wie ich meine, das ist eine andere Frage hier, ne? Sudale, sudale. Upgrades und Tuning. Individuell. So, dann schauen wir mal. Wo wir die Möglichkeit haben. Und ja, man sieht es, ein Brabus Bodykit geht ran. Ja, kommen noch mal ein paar Sachen dazu. Einfach mal ran hier.
Spoiler von Brabus. Serie. Okay, ein bisschen filigraner wird er. Dafür wird er die Lippe oben drauf. Okay, so wäre es eine normale E-Klasse. Wir machen Brabus. Ach, okay. Formel 1 Rückleuchte, Rennrückleuchte. Läuft. Brabus 800, okay. Jo, gib ihm. Gibt es noch spezielle Brabus-Felgen? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken mal, was für Felgen es noch gibt. Antrieb können wir wechseln. 5,2 Liter V10 dürfte auch aus irgendeinem Mercedes-Motor sein. 6,5 Liter V12. Ah, nee, das ist der V12 Mercedes CLK GTR. Warum es. Ich weiß nicht. Warum machen sie es jetzt erst, dass sie im Motor hinschreiben, woraus er ist, aus welchem Fahrzeug? Das würde mich hier oder auch hier sehr freuen. Aber machen sie nicht. Aber gut, wir belassen mal Serienmotor. Also Bereifung. Müssen auf Rennreifen gehen. Auf die gehen wir jetzt einfach auch mal bezüglich Handling. Breite Schlappen, warum nicht? Aber was ich noch gucken wollte, natürlich ist Top Speed, was die uns jetzt hier im Spiel sagen. 330 vorhin sind wir gefahren, plus minus 337. Okay. Sind 332 vorhin gefahren, ne? Jo. Schauen wir mal. Es gibt ja, glaube ich, keine Brabus-Felgen, oder? BBS, Borbet. So ähnlich habe ich übrigens auf meinem Fiat drauf. Nochmal so. Na, hier haben wir keine Brabus. Ich weiß, dass wir Harman haben. Harman tun ja auch ab und zu mal AMG-Modelle. Doch Brabus. Okay, die haben wir. Gut. Schauen wir mal. Haben wir hier noch irgendwie Brabus? Brabus, okay. Da gefallen mir die aber am besten. Die sind ein bisschen edler als die anderen. Nehmen wir doch mal die. So. Größe. Was haben wir denn für Zollgröße? Eh schon 20 Zoller. Ne, wir sind immer noch eine Limousine, auch wenn wir sportlich wirken wollen, ne? So ein bisschen breiter. Ich glaube, wir optimieren nur leicht. Und so Luxuslimousine. So. Breitere Spur, bessere Reifen, andere Felgen. Antrieb lassen wir auch mal. Wenn wir Bremse verbessern können, dann die vielleicht noch. Ja, komm, wir verbessern die Bremse, weil ich meine, das ist immer noch ein schweres Auto. Fahrwerk, Sportfedern, Rennfedern. Wir gehen mal auf Sportfeder. Soll ja immer noch komfortabel sein. Dafür machen wir den Bock auch stabiler. Das würde gewichtsmäßig gehen. Ich würde am Gewicht jetzt gar nichts machen. Oh, okay. Ordentlich. Wir bleiben mal so. Wir wollen das ganz zum ganzen Luxus ja mitgenießen. Was ich noch machen wird, ist so 0815 Tuning drauf. Heißt noch einen anderen Auspuff. Jupp. Auspuff und Luft. Sorry. Lufteinlass. Und Ladeluftkühler vielleicht noch. Und die Schwungscheibe. Und hier Ölkühlung. Ein bisschen mehr Leistung haben wir jetzt. 94 kW. Ich schau mal, kleiner, schnell, was wir hier haben, ja. So, 94 kW. KW in PS ergeben 666. Okay. 666 PS, das ist doch, das ist schön. So, dann haben wir das doch mal. Und 612. Ja, 40 kW drauf, 24 Kilo abgespeckt. Läuft. Und trotz all dem noch Luxus, ne? Trotz all dem noch Luxus. Leicht anderes Fahrwerk, ein bisschen sportlicher. Wird wirklich sportlich. So, wichtig ist jetzt aber natürlich noch ein Tuning. Gar nicht nachgeschaut. Wie schnell geht denn der Bock? 46. Gar nicht so schlecht. Noch ein bisschen weniger Reifendruck. Genau. Bloß einfach sanfter. Gewichtsverteilung ein bisschen besser. Und jetzt schauen wir noch an den Farben natürlich. Was gibt's?
im Spiel hier für Farben? Gibt es überhaupt andere Farben? Oh ja. Das ist das hier. Komplett in Schwarz. Rot. Weiß. Blau. Das Rot schaut auch heiß aus. Aber das erinnert mich schon wieder zu sehr an. Es wirkt fast zu sportlich. Soll man schlicht schwarz nehmen? Kann man mal einen richtigen Boss-Benzer raus, wie die Leute sagen. Also Farbgruppe 1. Okay. Was ist Farbgruppe 2? Habe ich gerade voll übersehen. Ah, okay. Okay. Warte mal. Das ist ganz einfach. Machen da einfach noch Carbon hin. Wir machen da einfach noch Carbon hin. So. Felgen. Oh, gut. Farbe. Ein bisschen. Grau, genau. Farbgruppe 2. Ist da innen? Ja, komm, die machen wir mal schwarz. Genauso wie die Innenseite, würde ich sagen. Jo. Das schaut schick aus, wobei das Schwarz hier so leicht bläulich geht, aber das ist egal. Ah, genau, wir müssen da noch. Wenn wir Peak, dann machen wir es so. So. Für aktuelles Erbe speichern, klar. Und dann kicken wir doch mal, was wie der Bock jetzt geht, ne? Ich weiß, ich habe jetzt nicht viel gemacht. Ein bisschen Leistung, ein bisschen Fahrwerk, ein bisschen Bremsen. Anderes Bodykit. Wobei ich mir ja immer noch wünschen würde, dass Bodykits auch eine Auswirkung haben aufs Fahrverhalten. Aber was nicht ist, kann ja noch kommen. Ne? Ich meine, die Microsoft, die Xbox One Series X oder Xbox Series X heißt die, ne? Ja, deutlich mehr Rechenleistung als jetzt die One und daher, jo. Schauen wir halt mal, was Motorsport 8 bzw. Horizon 5 dann auf uns zukommt. Was auf jeden Fall kommen wird, das ist sich für das Abend von der Kirche. Das schaut schon böse aus. Hat jetzt meine Felgen nicht übernommen? Naja. Okay, das Carbondach hat es übernommen, das sieht man. Das ist ein bisschen Carbon. Das sind die 24 Kilo, die wir eingespart haben. Ich weiß gar nicht, ob er besser vorangeht. Ich habe ja. Ja, doch, das stimmt. Ja, man muss also Topspeed auch um 10 km/h fast damit. Ja, zieht schon schnell hoch, ne? So bis 300 ist eigentlich kein Problem für das Auto. So, dann. Haben wir denn da? Nee. Ja, genau, das Rennen. Das Rennen will ich noch, weil wir dann eine schöne Gerade. Das ist schon eine Gerade, aber einen schönen schnellen Abschnitt am Ende haben. Und da hätte ich dann doch ein bisschen Bock drauf. Ich hoffe, ihr natürlich auch. So, los geht's. Schon mal der Start alleine ist deutlich, deutlich besser. Man sieht es schon mal. Was man nur merkt, das Gewicht vom Fahrzeug. Okay, komm bitte mal ein bisschen zurückspulen, wenn es geht. Danke. Ich muss mich damit erstmal befassen. Er hat so viel Power und so viel Gewicht. Weil die Felgen sind übrigens halt doch. Oder sind übrigens, ne? Komisches Deutsch. Ich einfach für den Satz. Haben sich übrigens doch mitgefärbt. Wirkte nur im Licht des Festivals etwas heller als gedacht. Das täuscht. Obwohl ich natürlich auch nur grau gemacht. Wenn ich schwarz hätte, wahrscheinlich komplett schwarz gemacht, wäre es was gewesen. Ja, das Wasser pflügt man ja durch. So, jetzt sehe ich hier gar nichts. So.
Wir kommen deutlich besser durch. Also man merkt einfach schon mal die Power des Fahrzeugs, ganz ehrlich. Ich habe gar nicht geguckt auf den Newtonmeter, ne, was wir haben. Egal, wir haben auch da ein paar dazugelegt, das ist klar. Wir haben vielleicht sogar schon 300. 900, was ist denn los hier? Ich weiß, es ist spät, es ist 9:30 Uhr, wenn ich jetzt hier aufhöre, abends, aber trotzdem. Dicker, vielleicht liegt es an, dass das Auto mir doch Spaß macht. Schön überholt. Das einzige Problem an dem Auto ist für mich einfach das Gewicht. Nur das Gewicht. Aber wenn man sich darauf einlässt und damit ein bisschen rechnet, geht's eigentlich. Ja, Cockpit ein bisschen fahren. Mal schnell unser Media anmachen, so ein bisschen Musik. Was für Musik hört ihr eigentlich? Vor allem beim Autofahren. Würde mich mal interessieren, schreibt es in die Kommentare. Ich habe momentan vieles Unterschiedliches, viel auch irgendwelche Künstler, die mir irgendwie die Tage, sag ich mal, einfallen, die konnten wir mal anhören, ne? Oder was habe ich jetzt gehört? Star Wars Musik, ja. Gut, die neueren Sachen haben jetzt eher übersprungen, ich wollte diese epischen, lauten Sachen haben, wie, ja, diese Fates of the, die Musik aus Episode 1 zum Beispiel, die ist ganz cool, aus dem Endkampf. Fates of the Phantom irgendwie sowas. Oder auch die Endmusik oder Endkampfmusik aus Episode 6, glaube ich. Sowas, darauf stehe ich. Auch wenn es klassisch ist, ja, stehe ich. Sonst momentan wieder sehr viel alten Hip-Hop, so aus dem Jahre 2003 bis 2019, sowas, ja. Von Deutschrap. So, aber nichtsdestotrotz, wir sind gut dabei. Bei fast 75% haben wir jetzt die Führung. Das ist doch schön. So, der zieht gut an. Klar, großer Vorteil ist halt im Vergleich zu anderen Autos auch hier der Allradantrieb. Ist halt schon edel, edel, edel. Das war jetzt richtig. Das war jetzt nicht so edel. So. Okay. Besser als vorher. Also ins Ziel. Bravos! Bravosumo! Okay, schlechtes Wortspiel. Aber ist egal. Und noch irgendein Mercedes, ein C63 zweimal, 2 16er, okay. Gut. Damit hat der Brabus manchmal noch gezeigt, was er kann. Also ist ein Brabus, kein BMW, BMW vor allem, Alter. Das ist ein Mercedes, heute bin ich ein bisschen durch den Wind, tut mir leid. AMG, by the way. Auf jeden Fall, ich hoffe natürlich, die Folge hat euch heute wieder mal gefallen, wenn ja, also einfach mal einen dicken Daumen nach oben da, einen Kommentar, wenn es was zu sagen gibt. Und dann, ja, sehen wir uns nächstes Mal wieder hier bei Forza Horizon 4 oder einem anderen Let's Play. Bis dahin, Servus und Fürthi!